Hallo, guten Morgen, ihr Lieben. Ein kurzes Video zu männlicher und weiblicher Energie. Es ist ja in aller Munde, weibliche Art, männliche Art. Und eigentlich macht sich niemand richtig Gedanken darüber, was damit gemeint ist. Männliche Energie, weibliche Energie, das nutzt jeder, dieses Wort, aber wo kommt diese Energie her? Wie wird die generiert? Und wieso ist es eine vielleicht schlechter, besser, passt mehr, passt weniger? Um was geht's? Und das ist so, so spannend, weil Energie ist Information. Und mehr ist es nicht. Bevor eine Energie spürbar ist für uns in dem Raum, haben wir Informationen ausgesandt. Und wir denken immer, Informationen aussenden, das geht durch die Dinge, die wir im Außen machen, durch das, was wir sagen, durch das, was wir schreiben, durch das, was wir posten. Aber in Wahrheit sind wir die ganze Zeit am Energie senden. Und diese Energie wird in uns drin generiert durch unsere Gedanken, unsere Vorstellungen, unsere Ansichten, unsere Annahmen und unsere Rückschlüsse. Das sind die simplen Energiegeneratoren. Das, was in uns auf dieser Ebene passiert, auf der Ebene des Denkens, des Vorstellens, des Annehmens, des Rückschließens, das ist eigentlich eine mentale Geschichte, die Energie generiert. Und wenn wir uns dessen mal bewusst sind, und dann ist uns das auch klar, dass wir alleine die Beeinflusser von Energie sind. Und dass es nicht darum geht, dass ich meine Weiblichkeit nicht kenne, wenn ich weibliche Energie nicht ausstrahle oder wenn ich männliche Energie zu viel ausstrahle, sondern es sind einfach Denkmuster, die ich generell in der Gesellschaft mehr der Frau oder mehr dem Mann zuordne. That's it. Und deswegen hat ja jeder auch männliche und weibliche Anteile, weil jeder männliche und weibliche Denkstrukturen hat. Und da sehe ich mal wieder, dass es einfach nur eine Einordnung ist, Kategorisierung. Wir lieben es, in Kategorien zu arbeiten, zu denken und uns vorzustellen. Aber in Wahrheit ist es nicht nötig, weil es ist Energie. Energie ist oder ist nicht. Energie ist nicht kategorisiert, wenn du sie nicht kategorisierst. Sie ist einfach da. Und jetzt wird es doch interessant zu sagen, okay, und jetzt, was mache ich? Wozu brauche ich die Energie? Wieso muss ich Energie managen können? Wieso muss ich Energie verstehen können? Weil Energie die Ursache ist von dessen, was im Außen manifest wird, also handfest. Also die festen Dinge, die du im Außen siehst, die sind vorher energetisch da. Und energetisch heißt nun mal unsichtbar. Aber die Information, die diese Energie generiert, die gibst du rein. Die gibst du aus, die stößt du aus, die kommt aus dir heraus, die bist du. Und das Ganze ist eigentlich wirklich logisch, ohne Hokuspokus zu sehen. Das, was du bist, das lebst du, das erlebst du. Und deswegen ist es ja so genial, wenn ich das jetzt mal verstehe, wenn mein Verstand muss die Dinge verstehen. Hokus Pokus versteht mein Verstand nicht, also zumindest meiner nicht. Der will genau handfest kapieren, ah ja klar, das macht Sinn, dann kann ich das annehmen, dann kann ich das lernen, dann kann ich das umsetzen, dann kann ich da besser werden, dann kann ich da Meisterschaft erreichen. Aber wenn mein Verstand die ganze Zeit sagt, what the fuck, Hokus Pokus, bla bla, Fidibus, verstehe ich nicht, dann geht's nicht. Also muss ich meinem Verstand lernen, in Energien zu denken, in unsichtbaren Sphären zu denken. Und wie diese unsichtbaren Sphären zu sichtbaren Sphären werden, da steckt einfach diese Informationseingabe dahinter. Das ist wie im Computer. Da werden auch Informationen eingespeist. Und die führen dann zu einem Ergebnis. Und genau kann ich das mit meinem Kopf auch machen.
Und diese Informationen sind nun mal meine Ansichten, meine Überzeugungen, meine Denkhaltungen, das, was ich glaube, das, was ich als wahr empfinde. Das sind alles diese Informationen und die sind pushed out. Pushed out ins Manifeste, pushed out in die sichtbare Welt. Es ist ein Spiel der Energie, das ich spiele, das jeder spielt, das wir als Menschen hier spielen. Und deswegen spielen wir im unsichtbaren Bereich, dass der sichtbare Bereich entsteht. Aber und wenn unser Verstand es nicht begreift, dann glaubt er, dass der sichtbare Bereich vorher da war und dass ich da arbeiten muss und Rückschlüsse ziehen muss, was im sichtbaren Bereich ist. Aber da kann ich nichts verändern. Das sind ja die Dinge, die wir immer versuchen, die nichts bringen, weil ich den unsichtbaren energetischen inneren Bereich nicht bearbeite. Und da liegt einfach der Erfolg dahinter. Der Erfolg von dem, was dem folgt, was du im Innen machst, was du im Innen für dich an Informationen generierst, wofür du stehst, was du für jemand bist, wie du dich siehst, wie du dich wahrnimmst und wie du die Welt wahrnimmst. Und das ist so spannend, wenn ich da mal einfach nur pur und rein und energetisch denke und diese Informationen sehe, die aus mir heraus entstehen und wie die zusammenhängen mit dem, was in meinem Leben sichtbar ist. Und deswegen, weil es so wichtig ist, weil es die Basis ist eigentlich der Selbstermächtigung, der Ermächtigung zu sagen, okay, es liegt an mir, was ich in diesem Leben erlebe, was ich generiere und was ich kreiere, lerne ich das jetzt mal. Und deswegen biete ich die Ausbildung zum Master of Divine Design Energetics an, weil es geht mir wirklich darum, dass es ein göttliches Design ist und es heißt nicht irgendwas mit Beten oder irgendwas mit Kirche oder so, sondern für mich ist ein göttliches Design ist einfach ein Design, das perfekt ist. Das perfekt ist, weil es so ist, wie es ist. Grundlos perfekt, bedingungslos perfekt. Und so aus dieser Denkhaltung heraus Energien zu generieren, die Person zu sein, die so denkt, die diese Informationen ins Universum rausschickt auf diese Art und Weise, darum geht's. Und so entsteht alles, so entsteht jede Situation in deinem Leben, so entsteht deine Gesundheit, dein Körper, dein Kontostand, deine Beziehungen, deine Erlebnisse, deine Situationen. Alles entsteht nur auf diese Art und Weise, was in deinem Innern vorherrscht. Und da hinzukommen, diese Zusammenhänge klar zu haben für deinen Kopf und das dann zu managen, das ist der Schlüssel dazu, dass du im Außen das erleben kannst, was du dir wünschst und was du dir vorstellst. Und das ist so, so spannend. Deswegen machen wir 6 Wochen Ausbildung, alle Lebensbereiche. Wir gehen diesen ganzen Einschränkungen, die in uns herrschen, auf den Grund, weil genau die sind dafür verantwortlich, dass die Sachen eben so sind, wie sie sind da außen, ob sie uns gefallen oder nicht. Und wenn wir das gereinigt haben und wenn wir das wirklich verstehen, so dass der Verstand dahinter steht, hinter dir, was du neu denkst, was du neu glaubst, was du neu willst und wie das für dich ist, wenn es deins ist. Das ist einfach eine Übungssache, weil es ist nicht gelernt auf diese Art und Weise. Also ich freue mich alle, die sich für diese Ausbildung interessieren, Master of Divine Design Energetics. Schaut auf meine Homepage mywellfeeling.com. Unter Coaching-Angebote, da findest du das und noch ganz viele andere Sachen auch. Und wenn du Fragen dazu hast, schreib mir einfach. Im Moment ist der Preis bei 2.500 €. Der wird aber auf 3.000 € steigen. Und deswegen warte nicht, wenn du dich angesprochen fühlst und sagst, ja, das ist eigentlich das Puzzlestück, was ich schon lange gesucht habe, wo ich vermutet habe, dass es existiert, wo ich aber jetzt gerne die Meisterschaft darin erreichen will und einfach den Durchblick haben will, wie sowas funktioniert. Schau mal, das sieht ja wirklich bilderbuchmäßig aus hier hinter mir. Du siehst, ich habe einen Schal an, es ist ziemlich kalt, aber die Sonne scheint und es macht es wiederum warm. Ich freue mich auf alle, die sich bei mir melden diesbezüglich, weil für mich war das der Schlüssel aus meinem ganzen Elend heraus, sei es körperlich, sei es finanziell, sei es beziehungsmäßig, alles Mögliche, was mir wirklich schwer gefallen ist in meinem Leben, konnte ich auf diese Art und Weise verändern
ohne dass ich irgendjemand anders involvieren musste, sondern das habe ich alles in mir selber drin gemanagt. Bis dann, ciao!